Allen mein herzliches Willkommen zurück zu einem Video, und zwar LS22 hier auf der Nerfmarschmühle aus dem Davy. So, wir haben in der letzten Folge großartig eingekauft. Ich bin immer noch richtig Lust drauf im Reden. Ja. Eingekauft meine ich natürlich. So. Sammlung. Ah. Premium Boost. Ahaha. Ja, krass. Ich hab. Ah, oh. Okay. I understand. Nein, das natürlich nicht, aber. So. Die sind wir gleich los. Ach, Gottchen. Mehlwege gekommen ganz zum Schluss, weil dann kann ich Schmähen von OCP oder wie auch immer. Bin ja lustig, weil ich weiß nicht, wie CP funktioniert. Haben jetzt sogar kein Videos angeguckt. Ja, vielleicht sollte ich das mal vorher mal machen. Ah, gut. Schon geil. Ey, ich bin vorbeigefahren. Ruf hier am Berg. Sagen wir 75:30 hier, ist man relativ weit hinten sogar. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht genau, kann man. Wird irgendwo ein Helikopter suchen, mich, ne? Gracias, schmeiß ich gerade Mission? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube auch nicht. Das ist nur schlecht für uns. Aber gut, zur Not müssen wir halt eine Sache einlagern und dann später dann gern lassen oder so. Ist kein Problem. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ist irgendwas schon erntereif? Nein, okay. Oh. Oh, oh, oh. Na. Na, da haben wir noch ungefähr auf der Tasche. Auf der hohen Kante. Ja gut, reicht eigentlich, denke ich, für Saatgut und so ein Geduld zu brauchen. Wird reichen das erste. Ich brauche nur so ein 6R oder sowas. Ja, ich bin voll Pfosten. Ah, ich habe vergessen, die Saatmaschine zu reparieren. Upsi. Na, jetzt hör's auf. Ja, gut.
Ich weiß, könnte da schon einen CP-Kurs ausmachen. Aber ja, ich habe trotzdem noch keine Ahnung, wie das geht. Ich verspreche euch, zur nächsten Folge habe ich schon wieder angeguckt, wie das, dann gleich wie das geht. Also gut, dann. So. La la la. Oh, oben hier. La 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 la. So, ah. Mal kurz fahren, sieht man gut. Höchstgeschehen, Spritze da, Alter. Voll eingeschlagen, alle Lenkachse. Ich bin so ein Vollpfosten. Jetzt habt ihr mir aber auch nicht in die Kommentare geschrieben. Ah, unangenehm. Ich hab Anhänger vergessen. Ach, so einen haben wir bei uns in der Firma aktuell stehen. Riesige Wanne, Alter. Ach, unangenehm. 16 Tonnen. Ding 5, 17,5, 52. Denke, wie jetzt. Der Reis sieht schön aus. Es sind auch Reisch. Ja. Das muss es sein. Eben den so. So wie der hier steht, ist er gebongt. Fertig aus, Palamaus. Kein großes Tamtam daraus. So, guck. Er hat mir geschrieben. Ja, er hat mir geschrieben. Das ist wichtig oder unwichtig? Ja, so unwichtig. Okay. Der. Also. Ja, das ist nochmal unwichtiger. So. Alter, den wollen wir nicht mitnehmen. Ah, schönes Bild. Verdammt, ist das schön. So. Wenn wir es jetzt ein bisschen übertippen mit meinem Johnny, muss ich sagen. So. War ja schon eine Schaufel. Ein Notreiniger. So. Also, was wäre erstmal für den Kamerad Schnürschuh? Dann nehmen wir den Schotten noch. Hier stehen wir dann einfach unsere Traktoren rein. So. Dann. Komm mal den hier rein. Eigentlich hat man die Submachine mal dran. Na ja, gut, für Häcksel. Ja, können zweifelhaft bis wenig sein, aber ist. Oh, hallo. Ist ja jetzt nicht so weit vom Hof, also. Mit Glück können das funktionieren, mit Häcksel, mit zwei CP-Fahrer, mit zwei Leuten, wo abfahren. Mit Pech nicht, aber. Ja gut, da bleibt halt für eine Minute stehen, der Hexer ist ja nicht schlimm. Mein Gott, ist ja nicht tragisch. Haltiges rein. So. La la la. So.
Ich kann natürlich auch die Zeitmaschine steht auf. Naja, ist halt jetzt nicht so. So, hat aber auch einen bösen Blick drauf, muss man sagen. Oh, ja. Was sagen? Früher war es alles scheißegal. Böser Blick oder nicht so. Ja. Guck hier. 25:30. Hat keinen bösen Blick, finde ich. Und jetzt ist egal bei welcher Firma. Beim MF, böser Blick. Fan mit der 1050, böser Blick. John Deere mit dem 8R, wenn es tagfällig an ist, ist ein böser Blick. Aber ist egal, genauso bei Autos oder sonst irgendwo. Na gut. Wir holen uns jetzt nicht so drauf, nur das Glas. Aber das ist größten, das sind einfach nur böse Blicke. Ich bin wieder ein Vollpfosten. Kühe aber nichts gut, diese. Ich brauche noch einen Schlepper. Ah. Egal, wir uns jetzt mal ein Hexer mal zurück. Und 1700 i. Ja gut, sowas ist locker lang genug. Und umwurzeln an. So. Oh, 1200 Umdrehungen. Das ist nicht sehr viel. Das ist schon sparsam. Nächster packen wir auf die andere Seite hin. Kann natürlich auch Gras häckseln. So. Dann. Mal den mal zurück. Oh, oh. Jetzt hat er ein bisschen gehoben. Die Spiegel finde ich gerade echt verwirrend. Was ist denn das einfach ein Spiegel? Was soll der denn? Ist das jetzt ein Vorderreifen? Nee. Alter. Also das ist eine gewisse Spiegelkunst, was sie hier eingebaut haben. Da ein Spiegel, da vier Stück gefühlt. Da noch einer. Links einer. Was ist denn das? Aber das ist so komisch gesplittet irgendwie, die Spiegel. Es sind da rechts eins. Beim ersten Spiegel sieht man da oben, da ist ein Riss und zwei. Und der große sind zwei und oben sind auch nochmal zwei. Also sind wir bei 2, 4, 6 Spiegeln. Was ist denn unklar gelaufen? So. Ah. So. 60 Liter, alles klar. Was ich halt bei John Deere auch so geil finde, ist halt, was mit einer Hand. Also hier schön bequem alles erreichen. Und das kannst du sogar blind alles erreichen, erfüllen. Und das finde ich halt so schön. Legst hier deine Hand auch hier auf die Armlehne drauf, kannst mit dem Joystick fahren oder komm was aufs Radio hier unten schön leiser und schön Steuergeräte und Subwoofer ist da. Und das hast du leider bei MF oder sowas jetzt so Vergleich, weil ich bin ja gerade MF gefahren. Nicht! Ja.
Ja, gut, sondern ich ganz anderes Gefühl. Also, ganz allerletztes Wachstumsstufe. Ein schöner Trottel. Aktuell, Leute. Oh, jetzt wechseln. Genau. So. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir schauen jetzt an. In der nächsten Folge an, welche Folge von der Last Kingdom ist das? Schaut auf jeden Fall nächsten Tagen vorbei, kommt ein neues Video oder morgen zum neuen Roleplay-Video. Und bis dahin habt noch einen offenen Tag und ciao.